Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, was in Mariellas Erinnerungskiste bis jetzt schon alles drin ist. Los geht's! Wir haben bewusst eine sehr große Kiste gewählt, weil ich wirklich da drin sammeln möchte bis zu ihrem 18. Geburtstag. Und dann wird sie diese Kiste überreicht bekommen. Ich habe von meiner Mama damals auch eine Kiste bekommen. Da ist jetzt zum Beispiel in Mariellas Kiste daraus auch wieder was drin. Das zeige ich euch gleich. Und es kommen Sachen noch rein, wie zum Beispiel der erste Liebesbrief. Sollte es bis dahin noch Liebesbriefe geben und geschrieben werden? Wenn nicht, einfach kann sie dann selber auch noch weiter sammeln, Sachen von ihren Ex-Freunden, wenn sie das möchte. Also es ist eine Kiste, die weitergeführt werden soll. Ich zeige euch, was bis jetzt drin ist. Erstmal zur Kiste. Das ist so ein großer aus Stoff Reisekoffer, Reisekiste. Den gab es mal bei IKEA. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Und am Deckel, den mache ich euch jetzt mal ab, der ist mit Klettverschluss dran befestigt und hat hier vorne auch so Klettverschluss-Schnallen. Da haben wir jetzt ein Schild mit ihrem Namen draufgeklebt. Das Schild, das haben wir zugeschickt bekommen von der Firma Innomat Processing. Wir sind sehr zufrieden damit. Die Farbe ist sehr schön, die Verarbeitung ist gut, das Schild ist auch richtig dick und es ist perfekt eben für die Erinnerungskiste. Das hält hier sehr gut drauf mit zwei Schmetterlingen und dann weiß jeder, das ist Mariellas Kiste. Wenn wir mehr Kinder bekommen, dann kann keiner vertauscht werden, keine Kiste vertauscht werden. Die Homepage von der Firma verlinke ich euch unten in der Infobox. Wir haben das Schild zugeschickt bekommen ohne Bedingungen. Das heißt, ich konnte es mir angucken, testen und meine freie Meinung dazu äußern. Wie gesagt, uns gefällt das Schild. Es gibt verschiedene Designs, auch verschiedene Tiermotive, verschiedene Farben. Man kann auch was anderes beschriften, zum Beispiel Bücherkiste oder was auch immer. Man hat da freie Hand. Die Homepage der Firma verlinke ich euch unten in der Infobox. Und die Firma kommt aus Bayern, deswegen kann man auch sowas mal unterstützen. Ja, also bei uns ist es eben auf der Erinnerungskiste drauf und mir gefällt es sehr gut. So, jetzt geht's an den Inhalt. Ich greife einfach wahllos rein und dann erzähle ich euch ein bisschen was davon, beziehungsweise darüber. Das hier ist Mariellas erstes Weihnachtsoutfit gewesen. Sie war eine kleine Weihnachtsfrau, ein Weihnachtsfrauenstrampler, der ihr damals viel zu groß war. Der ist nämlich Größe 56, 62 und sie hatte damals Größe 50. Ja, aber sie sah sehr süß darin aus. Dann das Taufoutfit, also das, was unter dem Taufkleid war, was sie dann quasi nur in der Kirche hatte, sie hat nur das Taufkleid an. Und das war der Taufanzug. Da hängt schon ein Faden weg. Den werden wir vielleicht dann fürs zweite Kind wieder aus der Kiste rausholen. Vielleicht auch nicht, mal schauen. Dann die Hose dazu und das sind solche Schmetterlinge. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Solche Schmetterlinge hier reingestanzt. Dann waren hier diese Füßlinge dabei. Wir hatten aber andere. Und zwar waren das hier welche. So glänzende. Die hat die Oma bei Baby Weiz gekauft. Und dieses Haarband hatte sie am Kopf. Im Haar konnten wir ja nicht sagen. Sie hatte ja fast keine. Dann das nächste. Ja, das war das Stethoskop. Wir mussten, ich glaube, bis zum halben Jahr, genau, bis sie ein halbes Jahr war, jeden Tag mindestens einmal ihren Herzschlag überprüfen. Deswegen hatten wir ein richtiges professionelles Stethoskop, wie es auch die Ärzte haben, uns zulegen müssen. Das war Bedingung dafür, dass sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, weil sie ja Herzrhythmusstörungen hatte und eben auch Probleme mit dem Herzen, Herzrasen. Deswegen mussten wir da regelmäßig kontrollieren. Dann noch was aus dem Krankenhaus und zwar von der Frühchenstation. Hallo Frühchen, herzlich willkommen. Da ist, ja, eine Creme dabei gewesen, Verbandszeugs und auch ein Kabel, was uns an die Zeit noch erinnert und ihre erste Haarbürste, die wir aber auch nie verwendet haben, weil sie ja keine Haare hatte. So, jetzt legt sich Balu gerade hierher zu mir. Mariella schläft nämlich gerade. Ja, ich komme gerade von der Arbeit, deswegen schaue ich nicht mehr ganz so frisch aus, aber ich habe mir gedacht, ich muss die Zeit jetzt mal nützen, dass sie schläft und drehe ein Video. Gesundheit, Balu.
Dann mussten wir auch Tabelle führen, beziehungsweise Liste führen. Mariella war ja ein Spuckkind. Und wir mussten hier solche Tabellen führen, wann sie Stuhlgang hatte, wie viel sie getrunken hat, wie der Stuhlgang war, wie viel sie gespuckt hat, wie oft. Ja, diese Mappe kommt auch mit rein für sie als Erinnerung. Dann hier ihre erste Laterne, die ich mit ihr gebastelt habe. Die muss natürlich auch rein. Die habe ich hier mit Fingern übrigens gemacht. Und auch die Blätter da unten sind Finger. Ach ja, und das ist unser erstes Geschenk, was wir von Mariella bekommen haben an Weihnachten. Mit einem Handabdruck. Das hat sie im Kindergarten gebastelt, also in der Krippe. Ihr erstes Lieblingsbuch mit dieser Kullerkugel. Das habe ich, glaube ich, auch mal in einem Vlog gezeigt. Dann die ersten Schuhe in Anführungsstrichen. Das waren ja eigentlich nur so, ja, Stoff, ganz weiche Stoffschuhchen. Babyschuhe, das waren noch keine richtigen Schuhe. Die ersten richtigen Schuhe hat sie nämlich noch an. Die von Pepino, von Ricosta. Die kommen dann auch da rein, wenn sie da rausgewachsen ist. Dann ihre ersten Sandalen. Und guck mal, wie kleine Füße sie hatte. Das ist der Wahnsinn. Ja, die ersten Sandalen. Dann, wenn der Papa natürlich Bayern-Fan ist, das Bayern-T-Shirt. Das haben wir, glaube ich, auch geschenkt bekommen. Das ist in ihrer Kiste. Dann eine der ersten Mützen, die Oma gestrickt hat. Auch total klein. Und hier ist noch eine. Und mit ein Set mit Handschuhen und Schal hat auch die Oma gestrickt mit Ohrenklappen. Hier innen sind die Haare von ihrem ersten Haarschnitt. Also der Pony wächst ja wie Unkraut und den schneiden wir regelmäßig. Das ist quasi die erste Locke. Dann ihr erster Badeanzug. Total mini. Normalerweise brauchen die Kinder in dem Alter noch keinen Badeanzug, aber ich fand es halt goldig. Dann hat sie heiß und innig ihre Rasselsocken geliebt. Die müssen natürlich auch mit rein. Die Mütze, die sie im Krankenhaus bekommen hat, die kann ich euch aber jetzt die Vorderseite nicht zeigen, weil da steht das Krankenhaus nämlich drauf. Aber ja, die war ihr damals im Krankenhaus noch viel zu groß. Dann noch ein paar Socken. Das waren so All-Star-Socken, wenn man sich das mal anschaut. Wie kleine Füße die da hatte. Das ist verrückt, echt. Und jetzt ist es so eine große Nudel. Ja, dann ihr geliebter Elefant. Das war ihr erstes Kuscheltier, der erste Rassel. Der musste immer mit dabei sein. Der ist natürlich auch hier mit in der Kiste. Dann ein Foto von ihrem Fotoshooting an ihrem Geburtstag. Dann mache ich das jetzt mal so, weil sie nämlich nackig ist. Das will ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Das war mit so einem Tütü-Rock. Ja, das Foto von ihrem ersten Geburtstagsfotoshooting. Und dann zeige ich euch gleich diesen Tüllrock. Der muss natürlich auch mit in die Erinnerungskiste. Ja, ist schon ein bisschen eingestaubt. Der ist auch mit drin. Und ich muss euch sagen, die Kiste ist schon sehr gut voll. Also mal schauen, wie das noch vom Platz her ausschaut. Und hier das Oberteil zu ihrem ersten Geburtstag habe ich auch aufgehoben. Dann, und der Stern, das war 2015. Mariella ist ja Ende November geboren und ich wollte eigentlich die Zeitung an dem Tag aufheben, wo sie geboren wurde. Ich war aber zu lange im Krankenhaus und zu Hause, meine Großeltern, also meine Eltern, und haben es einfach vergessen. Dann den Jahresrückblick von 2014 habe ich dann auch nicht mehr herbekommen im Januar, wie ich dann quasi wieder ansprechbar war und zu Hause war mit der Kleinen. Aber ich habe mir gedacht, das erste Lebensjahr war ja eigentlich dann für sie erst so richtig ab Januar 15. Deswegen haben wir uns den Jahresrückblick für das Jahr 2015 vom Stern eben auch gekauft. Und es ist auch hier in ihrer Erinnerungskiste, dass sie einfach mal gucken kann, wenn sie dann mal größer ist, was ist in dem Jahr eigentlich denn alles passiert. Also da stehen wirklich zu jedem Bereich, Klatsch und Tratsch, genauso wie die Filme, Musik, die in dem Jahr gehört wurde. Da ist wirklich alles drin. Dann hier habe ich eine separate Box und das müssten jetzt die Sachen sein von ganz von Anfang. Ja, die erste Windel,
die erste Windelgröße. Das ist echt der Wahnsinn, wie klein diese Größe war. Also Newborn-Windeln. Dann muss ich hier den Namen wegmachen. Ihr Schild aus dem Krankenhaus, was an dem Bettchen hing. Das zeige ich euch so rum. Das Armbändchen aus dem Krankenhaus habe ich aufgehoben. Das war der Flyer aus der Frühchenstation. Das Bild ist jetzt nicht gerade so der Kracher, aber ja, so schauen sie halt mal aus, die Frühchen. Der musste auch noch mit. Dann der Body, der anfangs viel zu groß war, aber 2014 ist sie ja geboren. Der Schwangerschaftstest, der ist natürlich auch ganz wichtig. Und auf der Frühchenstation gibt es immer diese Omas, die stricken. Und die haben für Mariella eben auch Socken gestrickt. Weil die ganz kleinen Frühchensocken, die waren ihr zu klein, aber die Socken in Größe 50 waren ihr zu groß. Also haben die dann für sie extra Socken gestrickt. Und das waren diese hier. Die müssen natürlich auch mit in die Kiste. Die sind echt total mini. Wenn man die mal vergleicht zu meiner Hand, es ist ein Finger. Wahnsinn. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich auch so eine Kiste von meiner Mama zum 18. bekommen habe. Und aus dieser Kiste, die mir gehört, habe ich ein Kleid rausgenommen. Und zwar mein allererstes Kleid, was ich damals angehabt habe. Das hat Mariella auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, glaube ich, angezogen. Das ist das. Deswegen geht das quasi in ihre Kiste jetzt weiter. Ich werde dazu aber einen Zettel hinstecken mit einer Stecknadel, dass das eben mein erstes Kleid war und sozusagen auch ihr erstes Kleid. Das war das Outfit ihrer zweiten Weihnachtsfeiertage. Einer der ersten Schnullis, FC Bayern natürlich. So, da ist ein Latz, da ist, steht was Besonderes drauf, und zwar die Stadt, in der ich wohne, verschickt ein Willkommenspaket, und da ist eben der Name der Stadt, das Logo der Stadt auf so einem Latz drauf gestickt. Das ist, kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber ihr wisst ja jetzt, was ich meine. Dann, das hat der Papa zum ersten Vatertag bekommen, also das ist ein Body, den sie anhatte. Die Mütze zum Nikolaus, bzw. Weihnachtsoutfit. Das war ihr erstes Kleid. Und zwar hat sie das angehabt zur Hochzeit von meiner besten Freundin. Ja, das musste ich natürlich auch aufheben. Und da gab es so eine süße Unterhose mit dazu. Ja, und dann haben wir noch ein was. Und zwar Handabdruck und Fußabdruck. Der ist da drin, so ein Gipsabdruck. Ja. Jetzt ist die Kiste aktuell leer. Was demnächst auf jeden Fall noch reinkommen wird, ist ihr erster Ball. Mit dem spielt sie aber noch. Das ist hier dieser Oball, so ein Rassel-Oball. Dann wird reinkommen das Fotoalbum, wenn sie das mal nicht mehr anschauen möchte. Mit, ja, das kann ich euch zeigen, diversen Fotos von uns und von der Familie. Das schaut sie aber jeden Tag noch an, deswegen kann das jetzt noch nicht rein. Dann ihre Babydecke, die sie zur Geburt geschenkt bekommen hat von der Patin. Die ist so, und hinten ist eben ihr Name drauf gestickt. Und ja, und hier unten eben das Gewicht, die Größe etc. Mit der kuschelt sie aber auch eben noch, deswegen kann ich die auch noch nicht reintun in die Kiste. Und was natürlich momentan ihr liebstes Utensil ist und was dann auch in die Kiste muss, ist ihre erste eigene Handtasche. Und zwar hat die Oma für sie gehäkelt. Mariella hat nämlich der Oma ständig Tüten, Stibitz und ist mit denen durch die Gegend gelaufen, oder von ihrer Cousine so eine kleine Tasche, und ihren Rucksack trägt sie immer durch die Gegend. Und deswegen hat die Oma ihr eine eigene Handtasche gehäkelt. Voll süß, mit extra kurzem Henkelchen. Die hängt sie sich immer um, entweder so über den Arm oder über den Hals. Also bei mir passt es auch noch rum. Und rennt damit durch die Gegend, und das ist wirklich total goldig. Deswegen wird dann auch mal ihre erste eigene Handtasche hier in die Kiste kommen.
was ich mir noch überlegt habe, dass ich auf jeden Fall auch reintun möchte, wenn sie im Kindergarten ist. Da gibt es doch dann immer diese Mappen mit dem Gebastelten aus der Kindergartenzeit. Das wird noch mit reinkommen. Ja, sie kann dann mal mit 18 dann noch weiterfüllen, wie gesagt, die Sachen von Ex-Freunden, wenn sie das reintun möchte. Das erste Bild, was sie uns malt, Fotos auf jeden Fall, kommen definitiv noch mehr mit rein. Vielleicht auch so ein Fotoalbum aus ihrer Kindheit. Ja, und vielleicht auch so eine CDs oder mehrere CDs mit den ganzen Baby-Updates, Schwangerschafts-Updates von mir. Die wird sie dann auch zum 18. Geburtstag auf jeden Fall überreicht bekommen. Da hat es Vorteil, dass man YouTube-Videos dreht, weil man dann sowas halt verewigt hat. Genau. Dann kommt auf jeden Fall noch rein ihr Babybuch, wo drin steht, wann sie das erste Mal gelaufen ist, was sie am liebsten isst, was ihr erstes Wort war. Das wird aber noch, das läuft bei uns bis zum 2. Geburtstag, dieses Babybuch. Und wenn dann der 2. Geburtstag rum ist, kommt das auch mit in die Kiste. Dann mein Schwangerschaftsbuch kommt auf jeden Fall mit rein, wo ich eben notiert habe während der Schwangerschaft, wann ich die ersten Tritte gespürt habe, wann ich das erste Mal beim Arzt war. Das kommt auf jeden Fall noch mit rein. Da fehlen aber noch Fotos. Da muss ich noch ein paar Ultraschallbilder kopieren und die mit reinmachen. Dann ist das auch fertig. Ja. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch so eine Erinnerungskiste für euer Kind macht und was ihr vielleicht noch rein habt. Dann können wir uns vielleicht gegenseitig austauschen. Vielleicht finde ich ja da noch eine Anregung, was bei uns noch mit rein kann. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis bald, meine Lieben. Tschüss!